Sporos Grande. Ja, bei Kies und Kreis im Garten, ja, da war heute was los. All die Menschen sind geschrumpft, doch ihre Schniedel blieben groß. Ja, die Ameisen, die staunten und die Zecken waren empört, weil sie ein riesenschlaffer Ding-Dong beim Höhlenbauen stört. Ja, Kies und Kreis. Ich verstehe das nicht so ganz. Warum musst du jetzt aus dieser Stinkwanze da hinten irgendein Sekret wieder ernten, um einen Muskelrelaxan herzustellen? Also... Weil wir klein sind und wir sind so weit geschrumpft, wir bestehen nur noch aus Faszien. Ja, und jetzt heißt es auf einmal, wir müssen uns irgendwas spritzen, damit wir nicht mehr so rumfloppern wie du gerade hier. Ich flopper nicht. Ja klar flopperst du. Wer du machst floppert denn? Immer ganz merkwürdig die Beine breit. Was willst du mir hier anbieten? Hör auf. Mach den Floppertanz. Ja, aber als das ist nicht, Mensch, ist nicht angenehm. Muss man das machen? Nein, nein, nein. Guck mal, habe ich jemals gefloppert? Nein. Ja, doch. Wann? Vor der Aufnahme flopperst du immer rum, ich ganz geheim. Ich habe nicht gefloppert. Ich habe null Flopper. Macht er immer den Flopper-Tanz. Soll ich mal jetzt hier so einen schönen Smoothie mit einem Schuss Gras? Mm, oh, geil. So einen schönen Weed-Smoothie. Ja, so ein Weedy. So ein Weedy Johnson nennt man den. Ach, das ist echt guck mal, was, da ist die Sonne. Das beliebt. Unter Kennern ist sowas beliebt. Ein Weedy Johnson. Also, wir wollen heute unsere Basis ein wenig erweitern und wir wollen, alle Rüstung, hat Kreis gesagt. Alle. Alle. Naja gut, dann müssen wir erstmal Kram sammeln. Ich sammle erstmal Kram. Sammel erstmal noch hier so ein bisschen ich Blatt. Ich baue jetzt hier erstmal die Villa noch ein bisschen aus, deswegen müssten wir rein theoretisch erstmal ganz, ganz viel Blätter hier hoch blatteln. Ich habe ja aus irgendeinem Grund Third Person. Das hatte ich auch. Das hatte ich auch schon. Ey, was sie da noch alles in dem Spiel planen, ne? Ich habe eben gerade mal so ein bisschen geguckt, weil ich schon gesehen habe, einige haben Bienen und Kois und so weiter und so fort. Aber das sind alles Dinger, die kommen jetzt irgendwie mit dem nächsten Update. Aber die sind schon im Spiel drin. Ja, das sind irgendwelche Glitches, Hacks und Cheats, wie die rankommen. Aber Koi, Bienen, Moskitos, Frösche, da kommt einiges, ey. Irgendwann reiten wir hier Reptilien. Wäre doch super. Schön auf also so das eine wird kleine schon, Excel-Ride. Glaub ich glaube, das wird ein richtig dickes Game. Also ich glaube, das wird was ganz Großes. Ja, ja, klar. Kleines Game, ganz groß. Ich meine, die haben ja schon 1 Million Spieler nach einer Woche. Das ist schon echt nicht schlecht. Ja. Das Spiel hat es in 24 Stunden geschafft. Ich kann mir auch vorstellen, dass man hier halt noch so viel reinbauen kann. Auch so storymäßig. Man kann so viel hier machen. Ja, ja, klar. Weil du hast ja auch mega Platz und du kannst es ja auch nach hinten raus und so immer erweitern. Ja, wir haben ja schon einiges gesehen. Einige Gebiete. Ja, ja. In der letzten Folge war ich ja in so einem super geheimen Supergebiet. Also du kannst hier unendlich viel ich machen. Ich war ja da bei dem Gifttank. Da müssen wir auch noch hin. Deswegen brauchen wir irgendwie... Ding, so eine Weevil-Maske. So ein Schnauzen. Yeah. Weißt du, so ein Schnauzen. Schnauzen. Ja. Ein Schnauzen. Ich finde, wir brauchen noch eine zweite Treppe von der Seite hier. Allgemein brauchen wir mehr Treppen, ja. Wir brauchen mehr Zugänge. Ja, sonst wird das zu krass, Immer wieder, du musst immer hier die Treppe hoch. Weißt du, ein bisschen Wasser holen. Hat eigentlich unser Tau-Ding da oben jemals irgendwas eingetaut? Ja, ich habe da schon mal irgendwann genippt. Echt? Ich habe schon mal am Tau genippt, ja. Ich hab da noch nie genippelt. Ich hab schon am Tau genippt. Ja, ein bisschen seidig. Seidig? Ein bisschen seidig, ja, ja. So wie Rosenblätter schmecken. Wenn die Rüstung kaputt geht, kannst du die reparieren mit Rüstungskleber, ne? Rüstungskleber? Ja, gut, dafür muss ich aber erstmal hier den Flobber melken. Da musst du wieder einen Flobber melken. Ja, und der Flobber, du weißt ja, der sträubt sich immer. Der sträubt sich extrem gegen meine Flobber-Gelben. Bauen und floppern, floppern und bauen. Ich hole jetzt schon ein bisschen Gras von weiter weg. Ich hole Gras von weiter weg. Ja, einfach nur, damit es hier nicht irgendwann total, als wäre der Mensch halt da gewesen, weißt du? Der Mensch zerstört alles. Wenn der Mensch einmal da ist, dann sieht hast du keine Chance. Alles ist zerknüppelt, zerklöppelt. Mensch ist böse, finde ich. Und es wächst halt wirklich nichts mehr nach. Boah, guck mal, wie viel Holz, Alter. Werden wir auch alles brauchen. Aus dem einen Busch hier. Treppen und sowas noch alles hinsetzen? Da werden wir eine Menge brauchen, du, ne? Ja. Ich muss gleich erstmal, hatte ich meine Pilze ins Dings in die Kiste gepackt oben. Oh, weißt du, was ich bauen will? Noch so eine kleine Pilzfarm. Ja, so zwei kleine Pilzfarmchen. Wäre geil, oder? Wäre schon geil, ja. Würde mir gefallen. Achtung, Baum fällt. Hä? Okay, jetzt. Ich dachte eben gerade, es zerfällt ja gar nicht. Okay, hier glitschen irgendwelche Blätter in der Luft rum.
Ich wette, wir machen es wieder kaputt, ne? Wir bauen wieder irgendwas abartig Großes, Krankes und am Ende ist es kaputt. Am Ende ist es zerstört, ja. Ja, davon ist auszugehen, dass es am Ende zerstört sein wird. Ja, aber wir sind nicht so dreist und hacken hier alles kaputt. Nee, das machen wir nicht. Wir bauen wie die echten Baumänner. Ich meine, ich hätte die Coils gehackt oder die Bienen, aber die stehen halt nur rum. Die haben doch gar keine Funktion. Ja, die stehen einfach nur da. Das sind einfach nur, ich sag mal, Models, ne? Ja, ja, klar, die brauchen jetzt dann noch Wegpunkte und so ein Zeug. Ja, genau, und die werden, ich gehe mal davon aus, die werden hier landen beim Rosenbusch, wo wir gerade unsere Basis bauen. Ja. Da landen die Bienen. Da werden sie sein, natürlich. Da gehe ich stark von aus. Einfach um uns zu zerstören. Ja. Die haben gesehen, aha, Kies und Kreis. Mhm. Die bauen da das Tempelhaus. Die bauen da ihr kleinen Freudentempel. Achso, man kann ja nicht fliegen mit Sachen. Oh Gott. Nehmen wir ihnen doch mal alles weg. Deswegen habe ich auch so eine E-Mail bekommen von den Entwicklern. Na, habt ihr Spaß? Ja, ist cool. Ja gut, dann warten wir ab nächsten Monat. Du Schwein. Was habe ich den Entwicklern denn getan? Ja, gar nichts, aber... Du Marienkäferhasser. Nein, es ist Kreis. Ich habe damit nichts zu tun. Warte mal, wir brauchen einen roten Pfeil. Kreis hasst eure Marienkäfer abgrundtief. Ich bin Freund. Haben wir Spricks noch drin? Da sind noch ein paar Spricks. Kreis ist der Böse. Dieses ganze Spoiled Food, Ja, aber daraus kannst du ja Smoothies machen. Die erquicken auch ziemlich. Glaub mir, so ein Ranz-Smoothie, der ist geil. Mach dir mal so einen Ranz-Cocktail. Ja, ich mach mir jetzt erstmal, ich baue erstmal hier oben die Sachen. Dann brauche ich Woven Fiber. Das fällt. Damit ich ordentlich bauen kann. Und Crappen. So. Guck mal, da kannst du doch eine Menge machen hier. Alter, wie das Ding jetzt auch schon aussieht, ne? Mhm. Das ist so ein Kasten, den wir hier gerade aufziehen. Das ist ein Riesenkasten. Hier haben wir eine große Treppe. Ja gut, dann machen wir hier die Treppe hin auf dem Baumding. Ja, ich wollte gerade sagen, wir brauchen jetzt hier noch seitlich eine Treppe, dann kommen wir da nämlich besser hoch. Okay, jetzt sehe ich auch zum ersten Mal da oben Tau hängen. Okay, geil. Aber nicht so hart schlecken. So, warte, zack, 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 zack. Hier noch eins hin, da noch ein bisschen was hin. Nice and clean. Nice and clean, hat er gesagt. Was ist denn da in der Dose für ein Tier? Da lebt ein Tier in der Dose. Ach, das ist so eine kleine Laus. Ich werde es vernichten. Nein, warum musst du alles vernichten? Er sieht eine kleine Laus. Kann. Warum? Ist doch Nuss. Ist doch Nuss. Oder mach dir halt einen Smoothie. Warum muss denn immer irgendwie, warum muss bei dir immer alles in Ich lebe im echten Leben lebe ich schon seit 2 Monaten ohne tierische Produkte. Und jetzt ist der Ja, Tag aber so kommt, eine kleine, unschuldige Laus. Indem ich mir die Laus schnappe und dann werde ich sie grillen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Raus aus der Dose! Ich hoffe, die Laus bringt dich um. Ich würde es der Laus echt gönnen. Läuse können einen nicht töten. Ja, aber vielleicht ist eine Laus mit einem geschulterten Raketenwerfer. Vielleicht, aber nein. Ich hoffe, es wäre so eine. Ich hoffe, eines Tages kommt irgendeine Riesenlaus und vernichtet dich. Irgendwann wird sowas kommen. Schön eine gegrillt, Junge. Schön gegrillt. Ja, was brauchen wir? Hast du schon mal überlegt, dass diese Laus vielleicht auch Familie hat? Hm? Wir brauchen noch einen Stamm. Die Laus hatte keine Familie, sie hat in der Dose gelebt. Ja, aber vielleicht ist der Vater Laus gerade draußen gewesen. Nein. Du hast Mama Laus eben gerade gefressen. Und der ist nämlich auf einem lehrreichen Wandergang gewesen mit den beiden Kindern. Nein, mit dem kleinen, Timmy Laus und der Lisa Laus. Er hat sich nicht abgemeldet. Ich glaube, er war mit Timmy Laus und Lisa Laus auf einer Wanderschaft. Peter Lausig, doch. Peter Lausemann? Und jetzt hast du Gertrud Lausen, hast du jetzt ermordet. Ja, ich glaube, die Leute in den Kommentaren werden mir recht geben, werden sagen, Kreis der Lausenmassenmörder. Machen sie meistens nicht. Die Leute haben festgestellt, Marienkäfer, weißt du, die machen diese Technik, wie dann, ne, das ist so dieses, ach, er ist so ein schöner Typ. Ja, aber er hat dich vorhin geschlagen, weil du den Snickers gekauft hast. Ja, aber er sieht so gut aus. Weißt du, das ist einfach dieses, das macht nichts aus. Weißt du, du kannst den Hass hinter dem Tier einfach spüren. Also ich spüre da gar nichts. Und die Leute sind alle Marienkäferfreunde. Bei mir ist eine riesige Marienkäfergemeinde. In meinen Kommentaren heißt immer nur, boah, geil. Ja, weil du die anderen entfernst, weil du hier bezahlt bist von der Marienkäfer-EKG. Du bist ein Marienkäferfreund, ich bin ja auch einer. Ja, im echten Leben bin ich auch Marienkäferfreund. Ja, im echten Leben. Weil ich 1,80 Meter größer bin als die, aber hier nicht. Hier sind sie brutal gemein und wollen an mir laben, wollen sie sich rammen und das ist nicht nett. So. Im echten Leben vernichtest du doch alles, was lebt.
Nee. Karl ist der Zerstörer. Ganz im Gegenteil sogar. Ich habe extra voll das schöne Blumenbeet gemacht, damit die Schmetterlinge und so alles. Um sie anzulocken und zu vernichten. Nee. Die thailändische Bevölkerung hat Respekt vor dir, weil sie sagen, wow, der ist Dinge, die würden wir nicht mehr essen. Und ich habe extra ein Stück, ich habe hier extra ein Stück so unbearbeitete Wiese, damit die Bienchen alle was zum Spielen haben und Nektar. Und Schlecker? Weil das ist ja auch so ein Problem, ne? Dass alle, wenn alle immer ihren englischen Rasen auf 2 mm trimmen so und ne, alles, oh, sieht schön aus, aber da haben die Bienen nichts von. Bin Bienenfreund. So, warte mal, können wir hier nicht eine Leiter ranmachen? Mal geht's, mal nicht, ne? Hier würde eine hingehen. Ja, wieder die Dinger drunter bauen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So, Moment, jetzt hier wieder eine Trappe. Oh, hier könnte man dann schon drauf, oder? Das würde ja schon reichen, rein theoretisch. Trappchen. Ich baue ein Trappchen. Boah, aus dem einen Ding haben wir jetzt mega viel Holz gekriegt. Wir haben ja schon das halbe Haus mit jetzt fertiggestellt. Klar. Das war auch ein dickes Teil. Wir brauchen auch jede Menge Grass. Ich meine, das wird schon ein krasses Teil hier. Die Villa Schleckermund. Die Villa Schleckmund? Die wird gut. Oh. So. Kommt man hier easy hoch. Das ist angenehmer. Ne, hat man. Dann brauchen wir hinten aus der Treppe da auch noch irgendwie am besten was. Hier oben sind wir schon durch. Ja, ja. Ist halt die Frage. Wie weit jetzt müssen wir hier ja wieder Wände bauen, ne? Ja. Ups, ich hab schon wieder meine Axt weggeworfen. Warum? Ich habe hinterher wieder Äxte im Inventar ja, ohne Ende. Ja, ist echt so. So, ich mach dann nämlich hier oben schon mal the next step. Wobei eigentlich wieder nur jede Menge Grün. Ganz viel Grünzeug brauchen wir hier oben. Und trotzdem noch jede Menge Holz. Und damit hätten wir schon mal die Seitenwände hier durch. Und hier würde ich dann irgendwie sowas wie der Entspannungsraum, weißt du? Wo dann halt die Masseuse kommt. Entspannungsraum. Der Entspannungsraum ist sowas wichtig. Für einen kultivierten Mann wie mich ist sowas wichtig. Ich muss auch entspannen können. Ich baue mir hier noch ein bisschen was zum Schlabbern. Ach, ich mache mir hier noch ein bisschen Fliegenfutz rein. Mal sehen, was das hier so bringt, wenn ich mir so ein Futz-Smoothie mache. Gibt es denn eigentlich auch feste Rezepte, die man so richtig erlernen kann? Ich weiß es nicht genau. Ich denke, die werden noch kommen. Weil es wäre natürlich geil, wenn es hier so richtig Rezepte gibt. Oh, hier ist ein Weevily. Dankeschön, Mr. Weevil. So, gib mir mal hier deinen Schleckerli. Ach, da ist ja noch mehr. Jetzt halt die Frage, wo ist meine Axt? Ohne Axt kann ich nämlich keinen... Ich stand hier oben und habe sie hier in die Richtung gepfeffert. Ist halt auch so weit geflogen. Ich brauche immer hier so eine gute Axt. Was brauche ich denn für die super gute Marienkäferzeug, ne? Ja. Haben wir noch einen Head? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, den hatte ich für den Dings gebraucht, den einen, den ich geholt habe. Dann mache ich hier nochmal so eine Billo-Axt. Ja, mach Billo-Axt, zum Abbauen reicht die ja. Ja, aber die andere geht wahrscheinlich ein bisschen schneller, oder? Weiß ich nicht, ich nutze die andere nur für Dings. Für große Holzquellen. Ansonsten wäre es Verschwendung. Ich brauche Steine. Die kleine kostet ja nichts, da liegt ja überall alles rum. Kostet nix. Hallo? Hier oben alles in den Kisten drin, was wir brauchen für normale Werkzeuge. Und noch ein Stein, dann kann ich sie hier. No Kist. Free Hand kann ich sie dann bauen. Es gibt keine Steine mehr, oder was? Auf einmal sind Steine selten geworden.
Was sind Steine? Ja, hier liegt kein einziger Stein. Hier vor meiner Nase liegt einer. Hier liegt einer, hier liegt ein zweiter. Hier, wo ich bin, keiner. Steine sind da. Das Honeydew. Oh, sag bloß die Rosen. Hä? Hier liegt deine Axt übrigens. Ich dachte eben gerade kurz, da oben wäre eine Biene. Achtung, ich werde von der Termite angegriffen. Wo denkst du, es gibt dann so einen riesigen Bienenstock, wo man rein kann? Das wäre geil, oder? Oh, das wird auf jeden Fall kommen. Ich bin ziemlich sicher. So einen Bienenstock werden die sich nicht nehmen lassen. Würde ich mega gut finden. Mit der Bosshornisse oder so. Der Bosshornisse. Aber Hornissen gehen in Bienenstöcke rein und rotten ganze Völker aus manchmal. Hornissen sind schon echt übel. Die legendäre Hitlerbiene, kennst du die nicht? Die Hornisse. Ja, aber da kommt dann halt die kleine Mittelscheitel-Hitlerbiene. Und die wehrt sich. Ah, hier, ja, hab sie. Irgendwann kommen die Äxte immer wieder zu mir zurück. Nur eine Frage der Zeit. Die anderen habe ich alle eingesammelt. So, hier, zack, das Ding fällt um. Bam, bam, bam. Boah, ich habe kein Essen mehr. Mal sehen, was der Smoothie hier bringt. Der hat nur Getränk gebracht, aber kein Essen. Mal gucken, ob oben neue Eicheln sind. Dann knusper ich mir da was Schönes zusammen. Weiß nicht, was aus meiner Pilzsammlung geworden ist. Tja, die hat sich selbstständig gemacht. Ich habe immer noch Pilz, aber nicht in der Hosentasche. Ey, Moment mal, hat Honeydew ein neues Icon? Hä? Sieht ein bisschen anders aus, oder? Weiß ich nicht, ich hab kein Honeydew. Du hast kein Honeydew? Nee, ich hab kein Honeydew. Hanne nix, du? Hanne nix mehr. Ajo, Hanne war nix mehr. Ajo, nix kennen. Nix kennen. Ja. Ey, ich glaube, es gibt keine Eichel mehr. Ich finde hier keine Eichel. Im großen Eicheltal. Wenn wir fertig mit dem Haus sind, dann siehst du eh auf 100 Meter alles, weil kein Rasen mehr da ist. Das ist halt das Vorteilhafte daran. Warum habe ich hier noch eine Schaufel? Oder habe ich auch schon irgendwo in den Wald geworfen? Ah doch, hier oben. So. Weil hier ist noch eine Made und Maden brauchen wir auch für irgendeine Rüstung. Ja, Alter, das sind die widerlich. Die sind schon echt ein bisschen eklig. Ja, ist doch kacke, wenn jetzt hier keine Eicheln mehr spawnen. Guck mal her. Bam. Raus mit dir, du alte Schlabberbade. Oh, mit dem Hammer einmal drauf. Zerstört. Richtig gut. Richtig gut. Nice and clean. Nice and clean. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holzi-Holz, ne? Dann hole ich mir das mal da hinten. Ich versuche hier gerade Eicheln zu finden, aber... Dann nutzt doch den Eichelfinder 3000. Aber der Eichelfinder 3000 funktioniert nur bei Menschen-Eicheln, aber nicht bei... Ach so. Bei Baumeicheln. Hey, hier gibt's echt keine Eicheln mehr. Verrückt. Spinnennetz überall. Ja, das gibt's hier ohne Ende. Glaubst du, irgendwann sind auch keine Maden mehr da? Gut möglich. Das ist halt mies, wenn irgendwann die Sachen nicht mehr zurückkommen. Was könnte man eigentlich... Wir sind ja dann erstmal im Urlaub und in der Zeit kommt ja dann irgendwann mal der Patch vielleicht. Das stimmt, aber was konnte man eigentlich hier mit diesen Blüten machen? Mit was den Blüten... Du, unter anderem brauchst du Blüten für die Marienkäferrüstung, brauchst du, glaube ich, Blüten. Boah, hier sind Ameisen. Oh, hier ist ein Weevil. Ey, ganz locker, okay, Ameisen? Hey, hey, ihr könnt den Weevil haben. Ich will ihn nicht. Ich will ihn gar nicht. Boah, auf einmal waren da 4, 5 Stück. Und haben gesagt, es ist unser Weevil. Ja, ich finde echt keine Eichel mehr. Letztens waren hier noch so viele. Hier ist eine Eichel. 2, 3, okay, hier, oh, hier sind richtig viele. Aber im Inventar ist voll. Okay, hier gibt's Eicheln. Ich werde mir gleich wieder eine Laus grillen. Ja, er ernährt sich von der ganzen Familie. Es ist schon irgendwie... Ja, ich hab grad wieder eine erwischt. Es ist abartig. Ich war auf der Suche nach Mutti. Es ist abartig. Ja, ja. Mama? Na, komm mal her, ich zeig dir deine Mutti. Okay, Mama. War das die kleine Lisa Laus? Keine Ahnung.
Keine Ahnung, die schmecken alle gleich. Ich empfinde schon seit Jahren nichts mehr. Ich bin emotional tot. Ich schmeiß mir alles rein in Schlot. Wenn du isst, höre ich immer nur von deinem Charakter, oh, eklig hier, Mutters Rüssel-Geschmack. Ja, weil du sowas geil findest, Mutters Rüssel im Mund. Kann ich ja nichts dafür, dass sich das immer so antörnt. Dein Charakter sagt, deiner sagt das, nicht meiner. Ja, du sagst ja immer, oh geil, noch mehr Rüssel, noch schön Rüsselmaul. Ja, aber wer grillt denn hier die alten Fliegenkadaver, ne? Die alten Fliegenkadaver. Das ist qualitativ hochwertiges Fleisch. Ach, geil, aber guck mal, das ging jetzt relativ schnell, hier die Etage so auszubauen. Hinten jetzt noch, ne? Hinten eine Wand. Warte mal, ich muss mich hier gerade hoch konzentrieren. Haben wir hier noch von diesem... Geh mal weg. Alter, wie er sich da so ein ganzes Kind in den Rachen schiebt, ist schon krank. Haben wir keine Ranken mehr? Hier da hinten noch eine Laus. Haben wir überhaupt gar keine Ranken mehr? Was für Ranken? Ne, du weißt schon, diese komischen Ranken halt, wo wir da zusammenbauen können. Nee, die machst du ja meistens nur auf Dings. Auf Ehrenbasis. Auf Ehrenmannbasis. Aber du kannst ja hier diese kleinen Plant Fibers so einsammeln, die stehen ja überall rum. Na, ich habe gerade hier schon eine ganze Ladung gesammelt. Wenn ich mal hier wieder neue habe. Oh, die Folge ist schon wieder durch. Ich hab Pollen. Wie, Pollen? Hatten wir schon mal Pollen? Hier liegen Pollen, aber ich kann die nicht einsammeln. Bist du voll? Der hat die gesammelt hier. De Gnad. De Gnad. Ich hab einen Pollen. De Gnad. Alter, ich hab was Krasses. So, ich bin bereit, um in die Gasgegend zu gehen. Oh, hat er sich eine Maske gemacht. Und wie sehe ich aus? Weiß ich nicht, weil mein Inventory voll ist, kann ich nichts sehen. Nein, ich hab dich. Alter. Edel? Edel, ja. Eklig, Alter. Wie aus so einem schlechten Film. Hast du zwei oder was? Nö, aber hier kannst du ja mal anziehen. Warte. Drop. Moment. So. Ich kann nichts aufsagen, mein Inventar ist voll. Gut, beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und tschüss. Bewerten.